Auf ein Bier mit aus der Hasenbrauerei in der Kellerhalle wird Ihnen präsentiert von Hasenbier.de. Einfach, ehrlich, echt. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei Auf ein Bier mit. Und ich freue mich natürlich auch auf meinen Gast, von dem ich nicht weiß, wer es ist, aber ich habe wieder einen Tipp bekommen. Schauen wir mal, wer hier gleich reinkommt, hier in der Kälberhalle in Augsburg. Helmut Kohl war von ihr so begeistert, dass er ihr ein Telegramm schickte. Ich freue mich auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diesmal wird Herr Braun von der Triathletin Katja Meyer überrascht. Die Augsburgerin war von 1994 bis 2001 Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt bin ich gespannt. Wird es? Ja. Liebe Katja, grüße dich. Hallo. Servus, grüß dich. Hallo. Bitte, nimm Platz. Danke. Warte, ich richte den Stuhl noch her. Katja Meyer. Ja, hallo. Sehr schön. Freue mich, dass du da bist. Lange nicht gesehen und du bist in der Tat die erste Frau, bis auf sie, gell, die ist öfter mal in der Sendung. Lass das schmecken. Vielen Dank. Du bist die erste Frau jetzt bei Auf ein Bier mit. Was für eine Ehre. Freut Vielen mich. Vielen Dank. Auf ein Bier mit, komm, Prost. Zum Wohl. Ist gar nicht so leicht, mit dem Mikro zu trinken. Ne? Schön kalt. Erzähl von deiner Liaison mit Helmut Kohl. Helmut Kohl war so von ihr begeistert, dass er ihr ein Telegramm schickte. Ja, also Telegramm, das deutet ja schon darauf hin, dass das schon länger her ein paar ist, Tage her ist. Also kein WhatsApp, keine SMS. Ja, genau. Der Anlass war damals meine Teilnahme bei der Europameisterschaft im Triathlon. Ja. Und ich bin Zweite geworden. Und das war für, ich nehme an, nicht für ihn persönlich, aber für das Sekretariat Helmut Kohl der Anlass, mir ein Telegramm zu schicken. Und das hat mich also wirklich, es war eine große Ehre, vom Bundeskanzler ein Telegramm zu bekommen. Ja, und zweiter Platz ist ja auch bei einer Europameisterschaft, das ist ja auch spektakulär. Mhm. Ist es eigentlich jetzt gut für dich auch so zu sitzen oder würdest du am liebsten gleich wieder loslaufen? Weißt du, wie ich das immer gehasst habe? Immer diese Witze, ja, wenn man irgendwo hinkommen Witze. Ist. Eben, und darum sage ich es ja. Bist hergeschwommen, ja, bist hergelaufen, hahaha. Oder hergeradelt oder sonst was. Deswegen musste ich ihn ja sagen, gell? Genau. Weil ich mir vorstellen kann, dass du immer wieder permanent darauf angesprochen wirst. Aber nee, also wenn man so in das gesetztere Alter kommt, dann kann man also ruhig auch mal sitzen. Tut auch mal ganz gut, gell? Genau. Kreislauf wieder zur Ruhe. Aber in der Tat, du läufst ja gerne, leidenschaftlich laufen, kann man fast sagen, ist dein Beruf jetzt auch hier. Du organisierst viele Läufe, beim Firmenlauf sehen wir uns immer regelmäßig, aber nicht nur das, dann machst du, glaube ich, den Kusee-Triathlon, Nachtlauf, Sportchecklauf, ja. Sheridan-Park-Meilen, also so in Augsburg eigentlich ja, einige Laufveranstaltungen. Und selber so für dich, wie oft läufst du? Jeden Tag. Jeden Tag? Mhm. Also das gehört bei mir jetzt schon so sonntags zu, auch? Ja. Also selbst am Tage des Herrn. An kirchlichen Feiertagen auch? Ja, Heiligabend? Ja, gerade da, weil da gibt es ja immer so viel zum Essen. Ja, das muss man vorher schon quasi, da muss man vorarbeiten. Ja. Und hast du dann eine bestimmte Strecke oder wie viele Kilometer läufst du? Ja, die ist schon so ein bisschen eingelaufen. Weißt? Ja, ja. Da laufe ich jeden Tag die gleiche Strecke und da ist schon so eine coole. Ja. Na, wie lang ist das? Wie lange musst du dir das vorstellen? Wann machst du das genau? Also unter der Woche ist es so, dass ich die Kinder in die Schule begleite. Die fahren mit dem Rad. Das sind 4 Kilometer. Ja. Und dann laufe ich noch über Wellenburg wieder zurück und dann habe ich immer so 10 Kilometer. Jeden Tag. Und am Wochenende dann eine andere Strecke, dass ich mal aus der Kuhle rauskomme. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Ich frage mal ins Publikum rein. Wer von euch läuft regelmäßig? Bitte jetzt aufzeigen. Ja, wenigstens so tun. Also siehst, es ist noch gar nicht so. Es ist aber auch wirklich schwer. Bei mir ist es wirklich so, ich wohne ja in Friedberg und ich hätte es wirklich bis zu dieser Lechrhein-Dingsa-Leite, ich habe es, wenn ich langsam gehe, 60 Sekunden und ich wäre da.
und könnte dann einfach da entlanglaufen und ich schaffe es einfach nicht. Der innere Schweinehund ist einfach zu groß. Irgendwie will ich, aber dann wieder doch nicht. Aber welches Phantom war das dann, das schon mal beim Sportchecklauf mitgelaufen ist, namens Herr Braun? Vor vielen Jahren habe ich das mal gemacht. Ja, ich habe auch als Student, als ich studiert habe, regelmäßig gelaufen. Aber jetzt ist es wirklich was mich wirklich auch immer wieder ärgert. Warum schafft man es nicht, sich aufzuraffen? Hast du einen Tipp oder eine Hilfe? Wie kommt man da in die Pötte? Also, wenn das zur Tagesroutine gehört, so wie das jetzt bei uns der Fall ist, dann hat man es geschafft. So wie Zähne putzen und wie andere wenn Sachen. Wenn es selbstverständlich ist. Ne? Genau. Aber bis man da hinkommt, da braucht man dann halt doch eine Portion Disziplin. Ja, was war früher für dich, wenn du dann so Tage hattest, wo du gesagt hast, jetzt will ich eigentlich nicht so und so, wie konntest du dich dann aufraffen? Gut, zu meiner aktiven Zeit war das mein Beruf. Ja. Und klar, also da war jetzt kein Chef, der direkt hinter mir steht, aber es war meine Aufgabe zu trainieren, weil es war mein Beruf und damit habe ich versucht, Geld zu verdienen. Es war ja im Triathlon damals noch nicht so, also da hat man nicht wirklich so viel Geld damit verdient. Da konnte man sich gerade so über Wasser halten. Mhm. Und da hat sich die Frage für mich eigentlich nicht gestellt. Ich meine, du stellst dir auch nicht die Frage, wenn es regnet, fahre ich heute ins Büro oder nicht? Ja, okay, wenn man es so als Job hat, ja. Ich meine, man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast ja Triathlon etliche gemacht, auch bei diesen, wie heißen diese ganz großen, diese... Ironman, mhm. Als Woman beim Ironman. Und das sind ja Strecken, da wird erst geschwommen? 3,8 Kilometer. 3,8 Kilometer. Das ist praktisch einmal die Wertdach auf und wieder runter. Das sind 152 Bahnen. Im Schwimmbad. Und danach geht es gleich weiter aufs Rad? 180 Kilometer, also so Augsburg-Stuttgart. Ja. Die Strecke Einzelzeit fahren, also man darf nicht Windschatten fahren, man muss 10 Meter Abstand halten zum Vordermann. Und dann zum Abschluss ein Marathon, 42 Kilometer. So als kleine Absacker. Ja, genau. Aber also jedes Mal, wenn ich vom Fahrrad gestiegen bin, dann haben die Beine gemeldet, Ende, es reicht, ich will nicht mehr. Ja, das glaubt man, ist doch dann fix und fertig. Ja, aber Ende. Das geht dann so ein paar Kilometer und dann geht's schon. Ja. Ja. Und danach hat man dann das Gefühl, oder wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, ich habe es einfach gepackt oder was? Es ist ja wahnsinnig schwierig zu beschreiben. Aber es kennt vielleicht jeder das Gefühl, das man hat, wenn man auf den Berg hochgestiegen ist. Mhm. Je nach Konditionsstand ist das halt ein kleinerer oder sind es schon mal ein paar hundert Höhenmeter. Mhm. Und dann steht man da oben und genießt die Aussicht und es ist einfach ein tolles Erlebnis. Und wenn man so versuchen will, sich den Ironman vorzustellen, dann ist das vielleicht wie wenn man auf dem Mount Everest steht. Also das ist, das geschafft zu haben, so eine Streckenlänge, was ich mir heute, kann ich es mir auch nicht mehr vorstellen. Aber ja, muss es ja auch nicht mehr, ne? Ja, ich muss. Wir schauen mal in unsere Wundertüte rein, die vorbereitet worden ist. Das ist immer etwas, und ich weiß nicht, was ist. Ich meine, du kannst es auch mal machen. Mach du doch mal auf und schau mal, was sie uns in die Wundertüte reingetan haben. Die Tüte, die ein Karton ist. Ja, die Tüte, die ein Karton ist, hast du recht. Soll ich erst mal gucken? Oh, ja, darf ich das nachher mitnehmen? Es kommt drauf an. Mach mal auf, damit unsere Leute auch sehen. Aha, das ist das Notfallset, oder? Fahrradschlauch. Hast du sowas dabei gehabt beim Triathlon? Ja, es ist ja beim Triathlon so, also es ist nicht nur Einzelzeitfahren, sondern nicht so wie bei der Tour de France, dass da Materialwagen gibt, sondern man muss quasi die Ersatzteile selber dabei haben und auch selber einen Defekt reparieren. Ja, ja. Also man ist auf sich gestellt und das heißt, man trainiert auch tatsächlich zum Beispiel schnelles Reifenwechseln. Mhm. Also du kannst, ich könnte es nicht. Ja, 2,5 Minuten konnte ich mal. Ich könnte es nicht. Ich habe einmal, ich habe einmal versucht, Reifen zu wechseln, also Winterreifen auf Sommerreifen oder umgekehrt. Bin nicht zurechtgekommen. Ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt rufe ich einen ADAC an. Weil ich bin mal als hier, habe ich beim ADAC angerufen und habe gesagt, ich komme mit meinen Reifen nicht klar. Habe ja noch alles offen gelassen, alle Möglichkeiten. Dann sind die gekommen und haben gesagt, ja, was ist jetzt für eine Panne? Ja, ich wollte hier gerade die Reifen wechseln, hat nicht geklappt. Hat er böse geschaut. Aber er hat es gemacht. Er hat aber gesagt, das ist normalerweise nicht Aufgabe vom ADAC. Ja, das glaube ich auch. Zu wechseln. Aber er hat's aber das, also die Geschichte mit Reifenpannen, das ist ja so, ich habe eigentlich immer versucht, dass mein Material in Ordnung ist. Mhm. Also sprich, ich habe vor dem Wettkampf alles immer neu gemacht. Und
dieses schlimme Jahr, 99 war das, da habe ich also meinen ersten Ironman in Neuseeland gemacht. Ja. Und man muss sich ja immer qualifizieren für die Weltmeisterschaft in Hawaii. Mhm. Habe in Neuseeland mitgemacht. Hawaii ist ja ganz große, ne? Ist der ganze die Weltmeisterschaft. Ja, ja. Bin da gestürzt. Okay. Konnte mich nicht qualifizieren. Dann habe ich Klagenfurt gemacht. Da hat mich dann ein anderer Teilnehmer vom Fahrrad gefahren und ich konnte auch nicht mitmachen. Mhm. Dann habe ich in Lanzarote mitgemacht und habe da zwei Reifenpannen gehabt und hatte aber nur einen Schlauch dabei und konnte mich wieder nicht qualifizieren. Mhm. Konnte nicht nach Hawaii und bin dann in dem Jahr nach Florida gefahren und da ist eigentlich mein größter Traum in Erfüllung gegangen, weil da habe ich dann einen Ironman, den einzigen, den habe ich gewonnen. Und da sieht man, wie man eigentlich durch, ja, es war ja, das ganze Jahr war eigentlich total verkorkst, aber der Schluss war dann doch wieder gut und das, ja, ich glaube, also das kann man auch auf andere Bereiche übertragen. Das klingt nach Oliver Kahn, gell? Weiter, weiter, immer weiter, also sich nicht irgendwie unterkriegen lassen, sondern immer wieder weiterzugehen. Genau. Warst du in der Schule auch schon immer so gut in Sport? Nee. Oder war das nicht? Überhaupt nicht. Ich war ja damals ungefähr 20 Kilo schwerer. Ja? Also ich habe mit Sport eigentlich gar nichts am Hut gehabt. Das war in der Schule, ich erinnere mich mit Schrecken, ich weiß nicht, ob das auch noch weiß, 1000 Meter bei solchen Temperaturen, irgendwie 36 Grad auf der Aschenbahn. Bundesjugendspiele. Genau. Bundesjugendspiele. Das war ein Horror. Sportanlage Süd, genau. Bundesjugendspiele. Genau. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es immer gern gemacht, weil ich da in der Tat auch so ein bisschen Ehrgeiz gehabt habe. Und in Leichtathletik, ich habe es hier glaube ich schon mal gesehen, in Leichtathletik war ich eigentlich ganz gut. Nur bei mir war dann Geräteturnen eher das Problem. Mhm. Also Reckturnen, diese Stange hat mich definitiv gestört. Und das, nee, also bei mir war es eher so ein bisschen mit Ball. Da konnte ich mich nur motivieren, aber irgendwie so laufen, also eher schrecklich. Ja. Wie bist du dann hingekommen? Wie bist du dann zum Laufen gekommen? Ich habe mit Triathlon angefangen, weil ich abnehmen wollte. Ach, war ein ganz pragmatischer Grund. Ja, also ich habe es anders. Ich habe so viele Diäten gemacht, die irgendwie nie zum Ziel geführt haben, so wie man es halt kennt, 5 Kilo runter, 6 hoch. Ja. Und irgendwann war mir schon klar, dass Sport vielleicht doch was nützen könnte. Und ein Freund hat mich damals mitgenommen zum Zuschauen und das hat mich irgendwie gereizt, das mal auszuprobieren. Also es gibt ja auch viel kürzere Strecken. Ja. Seid ihr, du hast schon gesagt, du hast Kinder, wie viele? Zwei. Wie alt sind die? Die sind jetzt 8 und bald 11. Also, und dein Mann? Habe ich auch. Ja, was macht der? Ist der auch so sportlich? Oder ja, ist der ist auch sportlich. Oder ist er eher sportlich zurückhaltend und begleitet das? Also wir können auch viel zusammen machen sportlich. Wir haben uns auch dann im Sportstudium kennengelernt. Aha. Also das ist schon eine Gemeinsamkeit, wobei er jetzt nicht so der Wettkampftyp ist. Ja, ja, okay. Aber ihr lauft dann auch mal gemeinsam? Ja. Auch in dieselbe Richtung oder unterschiedlich dann? In der Regel laufen wir zusammen los, kommen zusammen an. Ja, das ist doch schön. Katja, war schön, dass du da warst. Ich freue mich schon wieder auf die nächsten Läufe, die du machst. Das finde ich eigentlich toll, wie du hier also praktisch die Augsburger buchstäblich auf die Beine, auf die Füße bringst. Das ist ja beim Firmenlauf, wie viel waren es jetzt beim letzten Mal? 9.200. Ja, 9.000, beim nächsten Mal knacken wir die 10.000. Nächstes Jahr sind es ja noch ein paar mehr, oder? Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir schon 9.220 oder 30. Und dann auch beim Kuhsee-Triathlon immer eine Menge. Das finde ich toll. Also, weil man merkt, wenn die Leute motiviert werden, dann tut sich was. Ja, man muss ja auch nicht Bestzeiten laufen. Es geht wirklich nur darum, einfach sich zu bewegen. Ankommen, durchhalten, genau. Das ist das Wesentliche. Genau. Und vielleicht schaffe ich es auch mal, ihr könnt ja mal bei mir vorbeikommen und anklingeln. Ich weiß nicht, in welcher Gegend wohnst du? Neubergheim. Also ist, glaube ich, genau die andere Richtung. Ja, ist doch kein Wurscht, das ist für dich zum Einlaufen gerade recht. Klingel an und dann laufen wir noch ein bisschen die Lechleite entlang, würde ich vorschlagen. Katja, vielen Dank. Ja, ein Bierchen. Vielen Dank für die Einladung. Es ist normales Bier drin, kein Elektrolyt oder sonst, einfach Bier. Bis zum nächsten Mal. Das war Auf ein Bier mit, präsentiert von Hasenbiere. Hasenbiere. Einfach, ehrlich, echt.